Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Top 10 Countdown Absteigen bis zum Ende des Jahres, um dich auf das neue Jahr vorzubereiten, um dir meine Tipps, die mich beflügelt haben, die mir geholfen haben, meine Ziele zu erreichen, die Vorsätze zu verwirklichen, die ich vorgenommen habe. Danke schon mal fürs Zuschauen. Es geht hier darum, und vielleicht hast du das auch schon öfters mitbekommen, dass viele Menschen dich kritisieren für das, was du nicht bist, weil du nicht zielstrebig genug bist, weil du nicht motiviert bist, weil du nicht vorbereitet genug bist, weil du einfach nicht gut genug bist, für die Erwartungen zu erfüllen, die die Menschen von dir haben, die dir auf deinen beruflichen und deinen privaten Wegen bisher in deinem Leben begegnet sind. Und ganz einfach, warum haben sie dich als Zielscheibe benutzt? Warum haben sie auf dich eingehakt? Warum haben sie dich kritisiert? Weil sie gemerkt haben, dass da eine Schwachstelle bei dir liegt, weil du in in diesem Blickwinkel auf dich schaust, aus der Schwächenseite. Was sind noch Themen? Was sind Dinge, die ich noch verbessern muss? Was sind Dinge, die ich noch nicht kann, die ich noch unbedingt sein, die ich noch sein will? Letztlich ist es ein Ego-Denken, weil du dich vor allem mit anderen vergleichst, weil du sagst, ich muss das haben, damit ich das machen kann. Ich muss noch meine Verkaufsfähigkeiten, meine Präsentationsskills noch verbessern, damit ich mich zeigen darf, damit ich mit Leuten sprechen kann. Nein, ich kann noch nicht so rausgehen, wie ich bin. Und das ist genau der Punkt, was uns aus Schulzeiten schon immer wieder eingetrichtert wird, dass wir immer wieder Dinge tun, die eigentlich gar nicht zu uns gehören, weil uns nicht erklärt wird, dass wir schon mit so vielen Talenten, mit so vielen Stärken, mit so viel Potenzial auf die Welt gekommen sind und es nur darum geht, diese zu entwickeln, dieses Potenzial zu entwickeln. Daher mein Tipp für dich, unbedingt, bevor dieses neue Jahr 2022 losgeht, mach dir das Geschenk selber, heute ist Weihnachten, dass du dir sagst und auch nochmal genau in dich gehst, was sind meine Stärken? Wer bin ich? Was zeichnet mich aus? Mit was hatte ich schon Erfolg? Wenn du da einen Erfolg aus deiner Vergangenheit siehst, was hat das Ganze provoziert? Warum bin ich zu diesen Ergebnissen gekommen, die mich beglückt haben, die mich erfreut haben? Was genau sind diese Eigenschaften von dir, von deinem Charakter, die dich zu dem gemacht haben, was du bist? Ich hoffe, das hat dir geholfen. Hinterlass mir ein Like, Kommentare, was auch immer. Wir sehen uns morgen wieder.